guys, what's up? The Blue Gangster is back with another part with how to play Tekken. Wie spielt man Tekken als Anfänger, als Noob, als sonst was? Ganz kurz, ich habe euch ja schon sozusagen vorhergesagt, dass ich wahrscheinlich irgendwelche Sachen vergessen werde. Und warum ich gerade hier diesen Part reinmache, ist, weil da so Sachen drin sind, die ich eigentlich schon ziemlich am Anfang rein machen hätte müssen, aber mir war so nicht so klar. So, ich dachte mir so am Anfang, so eigentlich habe ich so gut wie alles erklärt, aber dann habe ich mir so, nachdem ich mir das alles nochmal gegeben habe und das Ganze hier durchgelesen habe, habe ich mir so gedacht, nee, das fehlt definitiv noch. Und deswegen mache ich das hier jetzt und, was ihr hier sehen könnt, also das hier ist Jin wieder, das sind halt meine Mains, die nehme ich jetzt die ganze Zeit so, ist die Tekken 7 Kleidung von ihm, eigentlich gibt es die ja so in Tekken 7 und ich habe sie hier in dem Game versucht so ähnlich wie möglich zu machen, okay, irgendwas mit den Positionseinstellungen stimmt nicht, auf jeden Fall habe ich das versucht und ein bisschen nah rangekommen, außer dass die Jacke zu ist. Und er seinen Hoodie drüber hat. Und bei Law, wenn er rauskommen würde, wenigstens als Alternativkleidung für Martial Law, dann so, weil auf der anderen Seite sieht man das dann. Der hat hinten sein allgemeines Trainingslogo, seine ganz normale Alternativhose. Und ich finde, es ist nicht zu viel verlangt und es sieht trotzdem gut aus. Das wäre eine fette Alternativkleidung für ihn halt. So, aber das hätten wir jetzt durch und jetzt gucke ich mal in den Positionseinstellungen, weil rechte Seite. Ich weiß nicht, für was ich das nochmal eingestellt habe. So, links. So, jetzt. Also, fangen wir mal jetzt an. Und zwar, was ich vergessen habe zu erklären, weil ich glaube, das war nicht deutlich genug. Ihr wisst ja, oder kommt es erst später? Ich guck mal kurz. Ja, das kommt eigentlich in Part Low Parry Punish Casual Attacks. Ja, Punish, ich denke mir eher so Part 2, aber egal. Es gibt trotzdem Elemente, die eigentlich in Part 1 drin sein müssten. Und zwar, das kann ich auch in Part 1 so erklären. Und zwar ist es so, es gibt die normalen Attacks, ich nehme jetzt mal einen Down 4, ja. Und es geht nicht um den Schaden oder um die Prozentanzeige oder wie schnell oder sonst was, sondern die Difference zwischen, hallo, Down 4 und Down Back 4. Ihr hört euch, das hat auch ein bisschen was mit dem Sound zu tun, weil die meisten Attacken, die sowas machen, hören sich so an. Und die hören sich so an. So, der Unterschied ist, und damit wären wir eigentlich schon vom Part 2 bei den Punish Attacks, aber ich will es euch nur kurz erklären, ist, dass bei so einem Move eigentlich nichts passiert, außer dass ihr, wenn ihr ihn auf Counter trifft, es mehr abnimmt, weil Aufladen bedeutet genauso viel, wenn ein Counter trifft. Das heißt, wenn der Gegner angreift und ihr gleichzeitig auch einen Angriff startet, aber eurer schneller ist, ja. Also, wie gesagt, der nimmt nur mehr so ab. Und jetzt, wenn ich aber Counter Attack, Down Back vormach, dann fällt er um. Das ist so eine Art Crush Ability. Und davon gibt es ziemlich viele, weil zum Beispiel Down Forward 2 hat es ja auch. Und es ist immer unterschiedlich. Selbst Back Down, bei Jin sieht man das jetzt von wegen der Elektrizität da, weil der hat ja dieses Elektro-Element so. Da ist nichts. Da ist so ein Elektrizität. Ja, okay, hier nicht wirklich. Hier, aber das sind alles so die High-Crush-Counter-Attacks, weil hier passiert was. Drücke ich jetzt hier, das ist auch ein Counter. Hopkick natürlich. Was hat der noch? Forward 3 nicht. Down Forward 3 nicht. Down 3 nicht. Und das müsst ihr so lernen, so, weil das sind bestimmte, also das macht ziemlich viel aus, auch wenn das jetzt komisch aussieht oder ihr denkt, was soll das eigentlich? Das macht schon ziemlich viel aus. Wenn der Gegner kurz vor der Wand ist oder ihr ein Combo landen müsst, dann wisst ihr, wenn ihr von unten angreifen solltet, dass die beste Wahl nämlich Down Back 4 ist. Anstatt nur ein Down 4, weil da passiert nichts, außer dass er Schaden kassiert.
hier fällt er um. Und das ist dieser Unterschied zwischen diesen Crushing und Non-Crushing Attacks. Die nimmt auch gezielt mehr ab, aber das Ding ist, genau diese Crushing Attacks sind die, die man am leichtesten parryen, ausweichen und countern kann. So, das hätten wir jetzt eigentlich schon geklärt. Wartet mal, Counter-Attacks. Ja, das habe ich eigentlich genau schon mit erzählt. Von wegen, wenn der Gegner angreift währenddessen. Das würde normalerweise, würde der nur so runterfallen. Man könnte ein Combo draus machen, folgendermaßen. Aber würde ich jetzt, das hier, ja, daraus kann man auch ein Combo machen. Würde der jetzt normal treffen, kriegt er halt bloß Bauchschmerzen. Aber wenn ich das hier mache, nochmal, der muss in Stance. Und ich fuck's gerade ab. So, gesehen. Ja, das sind diese Counter-Attacks. Wenn der Gegner und ihr gleichzeitig angreift und ihr müsst gucken, dass eurer schneller ist. Oder wenn ihr seht, euer Gegner will gerade angreifen und ihr macht was Schnelles wie das da. Weil er gerade von oben kommt und ihr von unten und ihr schneller seid, dann fällt er um. Und dann kann das hier passieren. Und das hat jeder Charakter für sich selbst. Das muss jeder für sich selbst rausfinden. So. Jetzt, was macht man? Und das habe ich nämlich auch vergessen. Das wundert mich, dass ich das vergessen habe. Positionseinstellung. Also ich hoffe, das war jetzt klar genug. So weit will ich das jetzt auch nicht machen. Ich habe nur ein Part in between gemacht. Und es reicht eigentlich, weil euren Horizont erweitern müsst ihr im Endeffekt selbst. So, weil ich zeige euch, wie man spielt. Aber ich will euch nicht zeigen, wer ihr in Tekken dann sozusagen werden wollt oder sollt. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ja, ich bin nur die Starthilfe sozusagen. So, ich will auf den Boden liegen. Und zwar, ist das richtig? Ja, das ist richtig so. Was für Möglichkeiten hat man, wenn man auf dem Boden liegt? Krass, dass ich das vergessen habe. So, entweder man drückt runter, dann ist man vor den meisten Angriffen geschützt, auch wenn das so nicht aussieht. Man drückt hoch, man steht ganz normal auf. So. Wenn man nach vorne drückt, macht man eine Vorwärtsrolle. Nach hinten gleiche Rückwärtsrolle. So, und dann gibt es ja noch die 1, 2, 3, 4. So, mit 1 macht ihr eine Rolle nach links. Mit 2 passiert eigentlich nichts. Ja, mit 2 passiert eigentlich nichts. So, macht ihr aber down 1, dann macht ihr eine Rolle nach rechts und bleibt dabei unten. Wenn ich jetzt nur 4, also 1 drücke, dann steht er danach auf. Drücke ich 1, warte mal, drücke ich 1 und halte dann down. Dann bleibt er aber auch unten. So. Und jetzt die wichtigeren Sachen eigentlich, weil wartet mal kurz. Ja, okay, der bleibt da nicht auf dem Boden. So. So, also das kann man dann kombinieren, ja? Kann man alles kombinieren. Nur dieses 2x1 funktioniert nicht. Da müsst ihr schon entweder hoch, runter oder sonst was machen. Erstmal, nur damit ihr das versteht, nach hinten ist eigentlich das Gefährlichste. Weil jeder kann, und das wollte ich euch dann danach zeigen, kann daraus, dass ihr euch in diese Position begibt, also dass ihr nach hinten oder vorne rollt, ein Combo rausholen. Das ist ziemlich gefährlich. Also meistens, was man macht, ist ein Viereck. Also 1 oder down 1, wartet ab und steht dann auf. Man geht direkt hoch, damit man sich, wenn der Gegner von unten angreifen will, dann direkt schützen kann. Oder man benutzt 3 für einen Low Attack oder 4 für einen Middle Attack. Das sind die Dinge, die man auf dem Boden machen kann. So. Ist man jetzt aber andersrum. Gesicht nach oben, links, was heißt denn das? Nee, das ist schwachsinnig. Okay, das hat schon seine Vor- und Nachteile, aber das brauchen wir jetzt nicht. Genau. Hier ist eigentlich das Gleiche. Nur die Range ist halt anders.
Und was wollte ich euch noch zeigen? Gesicht nach unten brauche ich. Gesicht nach unten vorne. So. Nee, hier ist es auch. Ich brauche das, wo er das Gesicht hinten hat. Gesicht nach unten vorne. Gesicht nach unten. Genau. Genau. So. Ihr seht, gleiches Prinzip, alles gleich. Warum zeige ich euch das überhaupt? So, jetzt werdet ihr sehen, warum ich das euch zeige. Und zwar, ich zeichne jetzt mal kurz was mit Heihachi auf. So, der lädt sich jetzt die ganze Zeit auf, ja? Das heißt Counter Attack. Und zwar, drücke ich jetzt X, dann Kreis. Okay, ich muss zurückkommen. X, Kreis, bam, bam. Seht ihr? Ja, der müsste eigentlich zählen, aber fuck it. Seht ihr? Ihr habt, während ihr auf dem Boden liegt, ein Combo geschafft. Und eigentlich müsste das auch so gehen. Eigentlich. Gut, ich zeig's euch mal mit Law, weil der kann, mit dem kann ich's auf jeden Fall. Hier, Tag-Combo. Mit Jin kann ich das eigentlich auch, aber ich weiß gerade nicht, wieso ich nicht drauf komme. Deswegen, fuck it. Auf jeden Fall, jetzt habt ihr die Idee dahinter. Ihr müsst aufpassen. Denn es kann auch sein, dass der Gegner angreift, während ihr das hier machen wollt. Oder er low-parried euch. Oder parried euch allgemein. Oder weicht aus. Oder keine Ahnung. Also, das ist immer... Es sieht zwar nicht so gefährlich aus, wo man sich denkt, was kann der Gegner denn schon da machen. Aber der kann ziemlich viel machen. Und es kann ziemlich oft gefährlich werden. Ihr müsst echt gucken, also wenn er eine Attacke macht, wo ihr wisst, okay, die geht nicht so weit, die Range ist nicht so lang, dann geht ihr natürlich nach hinten. Macht er gerade nichts, dann wartet er drauf, dass er nach hinten geht, damit er euch mit einem Combo kriegt. Die beste Möglichkeit ist entweder direkt aufzustehen und sich entweder von oben oder unten zu schützen, je nachdem. Oder zur Seite. Zur Seite, unten und dann aufstehen. Weil nach vorne ist nicht gut. Und wenn ihr gerade seht, er macht eine Attacke, die länger brauchen könnte als euer Angriff, dann macht ihr ihn natürlich. Dann passiert nämlich das. Eigentlich müsste die Range, also wenn ihr richtig gegen den Spieler spielt, weil der lädt sich ja nur auf. Wenn er jetzt nach vorne kommen würde und angreifen würde, wird das hier eigentlich reichen, weil das wird er auch treffen. So. Das hätten wir jetzt damit eigentlich auch. Nur damit ihr Bescheid wisst. So, und zuerst will ich euch andere Sachen... Hey Haji, du nervst. Andere Sachen zeigen, und zwar Attacken, die nicht, wo man nicht ausweichen kann, die unblockbar sind. Zuerst die besten Attacken, bei denen sind jeden anders, bei jedem ist es anders, die heißen Unblockables. Warum? Weil sie unblockbar sind, sind aber assi leicht aufzuhalten. Aber für Mindgames ziemlich gut. Mindgames ist im dritten Part, im letzten Part gibt's euch. Ich mache jetzt erstmal die Positionseinstellung wieder auf normal. So. Und zwar hier auch mit Law. Kann man ganz leicht mit viel Crack, sonst was, einfach mit 1, 2, 3, 4 abblocken. Also abbrechen. Die kann man natürlich auch abbrechen. Steht alles in der Comment List. Und für Mindgames ziemlich gut, wie gesagt. So. Jetzt Attacken. Die, wo man nicht ausweichen kann, die nicht zu blocken sind, ist zum Beispiel sowas. Ich habe eigentlich schon angegriffen, bevor er auf dem Boden landet. Da seht ihr es. Ich greife an, bevor er auf dem Boden landet. Mache ich es ein bisschen später, dann trifft es direkt. Und das Ding ist, es ist völlig egal. Alles, was es in Tekken gibt, alles, was man drücken kann, bringt euch nicht dazu, diesen Schlag abzuwehren. Das geht einfach nicht. Das sind einfach Guaranteed Hits. Guaranteed Hits. Und jeder hat da andere. Natürlich muss der erste Guaranteed sein, weil wenn ihr sowas macht, das ist, wenn ihr da ausgewichen seid, das ist assi punishbar. Ja, oder ich fetze ihn hoch und mach dann bam bam. Das sind alles, und das waren nur die zwei vom Boden, das war kein Follow-up. Das sind alles Guaranteed Hits. Deswegen zum Beispiel hier. Es ist eigentlich krass, dass es ein Combo ist, aber es ist auch ein Guaranteed Hit. Er trifft auf jeden Fall. Und solche Sachen müsst ihr euch halt merken. Weil das sind, die sind eigentlich viel wichtiger als Combos, weil Combos können euch zum Whiff
und in jegliche Gefahr bringen, diese Dinger aber nicht und sie ziehen hundertprozentig den Gegner das Leben weg. Viel sicherer, viel besser, sollte man viel öfter benutzen, aber dafür muss man erstmal die besonderen Situationen rausfinden, unter welchen besonderen Situationen es diese Guarantees gibt. Ja, es kann nämlich sein, dass er irgendwie blöd ausgewichen ist oder so und ich treffe ihn nicht völlig damit und er fliegt nur zur Hälfte hoch. Das heißt, bevor ich den hier überhaupt gemacht habe, ist er schon irgendwie weggerollt oder aufgestanden und ich kassiere einen Punish in die Fresse. Aber normal ist das hier ein Guarantee. Und für jeden Charakter, mit dem ihr spielt, solltet ihr gucken, dass ihr diese Guarantee-Hits besser drauf habt als eure Kombos, weil wie gesagt, die sind wichtiger. So, und zum Schluss, was mir eigentlich ziemlich neu ist, weil ich das echt oft nicht gehört habe, nur in den letzten Tekken Tag 2 Tournaments, die jetzt vorbei sind, weil jetzt Tekken 7 komplett durchstartet in Asien. Und in den Tekken 7 Tournaments, und ich habe mich gefragt, was ist es eigentlich, was hat es eine Bedeutung? Und jetzt kommt's. Es ist Okizeme. Und es ist eigentlich, hat es genau was mit dem zu tun, was wir hier gerade machen. Und zwar, Okizeme ist praktisch ein Guarantee, wenn der Gegner am Boden ist und aufstehen will. Oder ihn gerade drunter gefetzt habt und er aufstehen will. Ein Guarantee-Combo. Und zwar zeige ich euch das so. Das nennt man halt Okizeme. So, Aktionseinstellung hier, so. Vorwärtsrolle. Schnelles Aufstehen. Rückwärts. Rolle, Charakter wechseln, Seitenrolle, Vorwärtsrolle. So. Hau ich ihn jetzt auf den Boden, dann rollt er vorwärts so. Und ihr wisst, das hier ist ein guter Pick-up, so wie ein guter Bounce-Move, also grünes Symbol von Law. So. Was passiert, wenn ich jetzt das hier mache? Ja? Das hier ist ein Usual Combo, weil ich ihn von der Luft damit gekriegt habe. Ich habe ihn oben behalten und dann zum Combo gefetzt, ja? Aber mache ich das jetzt so, ist es auch ein Combo. Und das ist sozusagen Okizeme, ja? Das hier ist auch Okizeme. Es ist zwar kein Combo, aber ich habe einen Two-Hit geschafft, ja? Während er sich vom Boden wegbewegt hat. Selbst wenn ich nur das hier mache. Ja? Oder ich mache es mal ganz krass, wenn ich es hinkriege. Ich weiß gar nicht, kriege ich das hin? Nein, das trifft gar nicht. Ich müsste ihn zuerst irgendwie hochkriegen. Lasst mich mal überlegen. Geht das? Nein, geht nicht. Wie habe ich die immer hochgekriegt? Ja, ich probier's mal. Nee, funktioniert nicht. Ja, so müsste es funktionieren. Oder nicht? Ja gut, da habt ihr es eigentlich schon gesehen. Ich probiere es mal krasser zu machen. Wenn es funktioniert. Okay, das ist die Range funzt da nicht. Deswegen mache ich da was Kürzeres. Okay, der letzte hat nicht getroffen. Aber ihr seht, wo das hingeht. Und das ist sozusagen Okizeme, wenn ihr den Gegner runterfetzt und dann durch seine Bewegung auf dem Boden irgendwas created, ja? Irgendwas, was euch zu einem Combo bringen könnte. Oder, ja. Okay, das war zu langsam. Ich bin gerade irgendwie weg. Frag mich nicht, wieso. Ich versuche gerade irgendein Shit, der nicht funktioniert, aber scheiß drauf. Hauptsache, ihr... Okay, das war ein Combo, das war jetzt kein Okizeme. Hier jetzt zum Beispiel. So. Versteht ihr? Ihr müsst je nachdem gucken, was der Gegner macht, weil ich habe euch alle Optionen gesagt. Und selbst, ich glaube, Seitenrolle. Mal gucken. Ja, genau. So,
Das hier ist wie, genau, zum Glück macht er das so. Das hier ist wie ein Sidestep, ja? Das heißt, ihr whifft und der Gegner kann euch direkt angreifen. Hier, nochmal. Da. Also, ihr müsst echt überlegen, was mache ich, weil der kann in... Hier seht ihr es. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten aufzustehen. Selbst mit einem Tag Crash, ja? Es gibt so viele Möglichkeiten. Ihr müsst echt vorausplanen, was mache ich, wenn er das und das vom Boden macht. Deswegen. Und, jetzt, was wollte ich euch zeigen? Schnelles Aufstehen. Seitenrolle links. So, wenn ihr jetzt die ganz normale macht. So, trifft ihr eigentlich nicht. Aber mit Law. Ah, falsche Seite. Rechts. Das ist das auch, was ihr euch... Ich glaube, das habe ich irgendwo erwähnt oder werde es noch erwähnen. Seht ihr? Es hat trotzdem getroffen. Es hat zwar der zweite Hit nicht getroffen, aber es gibt diese Moves, dass wenn der Gegner sich nur ganz kurz bewegt vom Boden, dass sie trotzdem treffen. Und wenn der Gegner ganz wenig Leben hat oder so, dann ist es schon sehr nützlich. Vor allem könnte er sich so blöd bewegen, ja? Dass er aus Versehen durch die Seitenrolle hochfetzt und damit kriege ich ihn mit dem zweiten Move, was wiederum bedeutet, dass ich ein Pick-Up-Combo hinbekommen habe. Verstanden? Ja, und kann ich eigentlich noch was hinzufügen? Lang-Ability, ich habe euch ja jetzt alles gezeigt. Nochmal mal gucken. Mädchen. Ja. Ja. Genau. Es gibt nämlich... Ah, das habe ich euch eigentlich schon gezeigt. Genau. Ich glaube, dafür muss ich Charakter switchen. Weil das hat auch was mit dem hier zu tun. Da wechseln wir kurz die Charaktere. Und zwar gibt es diese Quick Roll. So, wie gesagt, hier Joker, Dragunov und meine Nina, weil ich weiß nicht, ob ich das mit meiner Nina richtig hinkriege, aber das hat auch was mit diesem Aufstehen zu tun. Und zwar gibt es die sogenannte Quick Roll, wenn ihr einen Giant Swing kassiert oder sowas. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, also Wrestling-Fans kennen den auf jeden Fall. Und King und Aimer King und ich glaube Alex und Roger Jr. haben den drauf, vielleicht noch mehr, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall vermeidet ihr, wenn ihr weit geworfen wird und auf dem Rücken landet, mit dieser Quick Roll auf jeden Fall Schaden. Und wenn ihr irgendwie absichtlich, selbst unabsichtlich hinfällt, dann steht ihr damit schnell wieder auf. Und zwar ist es so, und das hat wirklich was mit Timing zu tun, weil eine Sekunde zu früh, eine Sekunde zu spät, so wie ihr es gerade gesehen habt, funktioniert es nicht. Ich probiere das jetzt so oft, bis es funktioniert hat und ihr werdet den Unterschied sehen. So, habt ihr gesehen? Er ist direkt, nachdem er runtergefallen ist, direkt zur Seite und dann wieder hoch. Und ich glaube, wenn man dann 3 drückt, ja, ist es die andere Seite. Je nachdem, ob man 1 drückt, nach links. Und wenn man 3 drückt, nach rechts. So. Das ist ziemlich nützlich, weil es, wie gesagt, wie ein Sidestep funktioniert. Also ihr könntet ziemlich gut ausweichen. Der Gegner whifft und ihr haut einen Counter rein, Combo rein und bye. Bei Dragunov, oder ich probiere es mal mit Nina, ob ich das hinkriege. Ja, funktioniert noch. Ich dachte, ich bekomme es nicht hin, aber hat noch funktioniert. Bei Dragunov ist es das Krasse, dass er daraus einen Combo macht. Ich weiß nicht, ich habe den nicht mehr so in Erinnerung. Ich muss mal gucken. Ja. So. Das war jetzt ein bisschen billig, weil ich mit Nina jetzt nur Tag gehalten habe. Aber ihr habt ja gesehen, was dabei rauskommt. Was könnte ich mit Nina... Ich probiere mal was mit Nina aus. Wie ihr seht, ich selbst bin noch kein Master darin. Aber das werde ich noch lernen, weil dieser Scheiß ist ziemlich nützlich. Und die in den Turnieren, ja, die kriegen das hin, als wäre das nichts Besonderes.
Hier, 9er Hit 107. Und das nicht mal mit Counter oder Rage oder sonst was. Krasser Scheiß. Ja? Und ja, damit wär's das eigentlich schon. Hier, damit ihr das wissen wollt, ihr seht, was ich da eingegeben habe. Wenn ihr jetzt auf Customization geht und dann in die Extra-Session, wo es um Waffen und so geht, dann steht bei manchen Waffen so ein Befehl drunter, wie man die auslöst und unter welchen Bedingungen. Bei manchen ist es auch so, dass es Special Grabs gibt, wenn sie nur noch so 10%, also in Raids sind nur noch 10% Leben haben, dass sie die packt und dann kommt ein ganz anderer Packer raus. Gibt's auch natürlich in YouTube, könnt ihr nachschauen. Und das wär's eigentlich schon hiermit. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich bin froh, dass ich das jetzt hinter mir habe, weil ich jetzt weiß, ich habe definitiv vieles, das ich vergessen habe, wieder reingehauen. Sollte ich wieder irgendwas vergessen haben oder sollte mir was Neues in den Kopf kommen, wo ich sage, das muss unbedingt reinkommen, damit ihr das mitkriegt, dann werde ich das auf jeden Fall hochladen. Das nächste, was ich euch hochladen will, ist mich, wie ich online zock und dazu das kommentiere, um euch zu zeigen, wie man online spielt, was für Fehler ich mache, wo man besser sein könnte und dies, das und alles, was damit zu tun hat. Wobei ihr euch das aber erst geben solltet, wenn ihr alle meine Layer-Parts, also dieses Part 1, Part 2, Part 3 und sonst was ich jetzt hochlade, wenn ihr das zuerst geguckt habt, erst dann das Online-Match geben, weil davor werdet ihr nur denken, hä, was labert der eigentlich und so. Aber wie gesagt, ich will das jetzt noch nicht mehr in die Länge ziehen, das war's eigentlich schon. Danke fürs Zuschauen, hoffe, das hat euch weitergeholfen, shared, damit eure Friends das mitbekommen. Wir sehen uns beim nächsten Tekken-Video. Wie gesagt, ich bin immer online im PSN als DJ Michael X oder The Blue Gangster Max. Wenn ihr gegen mich trainieren oder kämpfen wollt, sagt Bescheid. Wir sehen uns. Bis dann. The Blue Gangster is out. Word.